Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Werfen wir gleich mal einen Blick in den Wirtschaftskalender. Der sieht heute sehr, sehr überschaubar aus. Heute Dienstag, 22. September, in der Asien-Session schon gar nichts los und in Japan haben wir auch wieder Nationalfeiertag. Wir sehen schon hier aus der Eurozone kommt überhaupt nichts. Großbritannien, die industriellen Trendaufträge, aber auch das nicht kriegsentscheidend und aus den USA jede Menge Zahlen, aber alles relativ uninteressant. Deshalb wird dieser Tag wahrscheinlich gekennzeichnet sein durch technische Gegenreaktion, was nicht unbedingt schlecht sein muss, ja, dadurch behält man ein bisschen, kann man ein bisschen technischer traden, beziehungsweise werden wir vielleicht nicht so viele Zuckungen sehen. Aber lassen wir uns mal überraschen, schauen wir gleich mal in den Chart. Kleiner Hinweis, ist natürlich sehr, sehr günstig, dass heute nicht so viele Zahlen kommen, denn heute 19:30 Uhr findet wie immer das Dienstags-Live-Webinar statt mit mir als Referenten. Und wer ein paar mehr Infos dazu möchte oder sich anmelden möchte, hier im Bereich Webinare und Chatroom findet ihr alles Nötige dazu. Gut, der Blick in den Chart. Wir sehen hier den Euro gegen den US-Dollar, der nun gestern sehr, sehr viele Federn lassen musste, beziehungsweise zum Start in die neue Handelswoche sehr, sehr viele Federn lassen musste, sich jetzt aber im Bereich der 1,1190 circa ein wenig stabilisieren kann. Das war ja auch unser Support-Niveau, was wir hier auf horizontaler Ebene sehr, sehr deutlich ausmachen können. Und deshalb mehr das natürlich hier die Annahme, dass der Kurs sich möglicherweise hier im Bereich der, wo haben wir es? Ein bisschen den Bereich der oberen, ja, vielleicht neu entstandenen Trendkanal-Oberseite stabilisieren könnte. Das heißt, ein bisschen ranzoomen, das heißt, dass ich hier bis zum Daily 237 EMA laufen könnte, beziehungsweise bis in den Bereich dieser oberen Trendkanalbegrenzung. Aber natürlich ist es jetzt sehr, sehr optimistisch, denn er wurde ja ganz schön abgestraft. Und ich möchte erstmal schauen, dass er diese Trendlinie überhaupt erst einmal bricht oder an dieser vielleicht entlang läuft. Das ist natürlich auch nur eine Option, die durchaus gegeben ist. Wir können das Ganze mal mit einer Pufferzone versehen. So. Und da sehen wir schon hier im Bereich des H4 50er, 55 EMAs ein wenig Widerstand, beziehungsweise durch die Pivot Points ergänzt. Etwas genauer ist hier der heutige Daily R1 bzw. Weekly Pivot Point. Ja, das ist eine starke Widerstandszone und hier müsste er erstmal durch, damit er bis in den Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung laufen kann. Sollte er hier abprallen und nicht nachhaltig oder beziehungsweise im Laufe des Handelstages nicht drüber kommen, wird sich der Short-Trend wahrscheinlich fortsetzen und dann wahrscheinlich auch zwangsläufig hier dieser Bereich 1,1180 bzw. die 1,12 nachhaltig kollabieren. Aber es lohnt sich wahrscheinlich dennoch hier mal einen Blick drauf zu werfen, ob er sich in diesem Bereich, wir können es auch mal in Zahlen ausdrücken, im Bereich der 1,1280 circa, beziehungsweise 1,13 stabilisieren kann, beziehungsweise die Bullen sich hier die Zähne ausbeißen und der Kurs weiter in Richtung Süden fällt. An den Short-Kurszielen hat sich ja grundsätzlich nichts geändert. Zunächst einmal müsste der Daily 50er, 55er EMA durchbrochen werden. Also wie gesagt, 1,12, 1,1180 hier nachhaltig durch. Und dann ist eigentlich nicht mehr viel dazwischen. Ja, also bis zum nächsten wirklich Mega-Support, das ist ja ungefähr die 1,080, ja, ungefähr die 1,0850. Wird man ein bisschen höher gehen, 1,0850, denke ich schon. Dann haben wir hier durchaus Potenzial von ca. 350 Pip, wenn er sich hier, wie gesagt, an die Flagge nochmal erholen kann. Nochmal die 400 Pip wäre ein ganz schöner Short Trade, aber wie gesagt, brauchen wir erstmal die entsprechenden Handelssignale. Wir können diese Supportzone auch mal ein bisschen weiterziehen. Nach Long sieht das Ganze momentan nicht so richtig aus. Ja, er kann hier nicht so richtig über diese Wimpelformation performen, beziehungsweise über die Wimpeloberseite. Und das ist natürlich weniger schön für den Euro gegen den US-Dollar. Bleiben wir gleich mal beim US-Dollar und schauen uns den Aussie an, den australischen Dollar gegen den US-Dollar. Der hat hier einen sehr, sehr steilen Trendkanal, der seit ja, Anfang September hier aufwärts geführt hat, ungefähr um die, wie viel waren das?
Ja, ca. 350 Pip ist er hier in die Höhe gestiegen, hat die 070, 071, 072 alles hinter sich gelassen. 072 war aber eigentlich das Ziel, wo er hinkommen sollte. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich gesagt hatte, hier möchte ich gerne, dass der Kurs hinkommt. Das war nämlich auch gleichzeitig die Begrenzung durch die aufsteigenden Trendlinien. Wir können das mal im Monatschart anschauen, da sehen wir es besser. Hier hatten wir eine markante aufwärtsgerichtete Trendlinie, die ja im August durchbrochen wurde. Und die sollte jetzt eben einmal getestet werden. Das hat er getan und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Er ist dran gescheitert am Daily 50er, 55er, beziehungsweise auch an der 0,72 gescheitert. Ein sehr, sehr negatives Signal. Deshalb würde ich jetzt gerne nochmal einen Test dieser Daily 50er, 55er EMAs, beziehungsweise in Kombination mit der unteren Trendkanalbegrenzung sehen. Dann hätte man auch einen Bezugspunkt für den Stop-Loss, ja, nämlich über diese Spikes, das sind ungefähr 60 Pip, und könnte das Ganze nochmal weiter in Richtung 0,70 beispielsweise runtertraden. Ja, das wäre so eine Idee. Alles andere, ja, bis wohin er noch gehen könnte, da müssen wir dann schon auf den Monatschart schauen. Und der nächste wirklich wichtige Support liegt hier bei ca. 0,67,670. Das sind hier so ein paar Spikes, beziehungsweise so ein Zwischentief oder Zwischenhoch aus dem Jahr 2003. Der nächste wirklich große Block, Unterstützungsblock, der findet sich erst wieder bei den 0,60 beziehungsweise den 0,65 ca. wieder. Ja. Also hätten möglicherweise noch einiges an Platz hier, ungefähr um die 1000 Pip. Aber das ist momentan eigentlich wirklich sehr, sehr heikel, denn es ist keinesfalls gesagt, dass sich der Aussie hier weiter in die Tiefe bewegen muss. Wir haben fundamental einfach die Problematik, dass die RBA, die Reserve Bank of Australia, sich recht zufrieden gibt, was die momentane Entwicklung oder den momentanen Wert des australischen Dollar angeht. Weitere finanzpolitische Maßnahmen sind vorläufig nicht geplant und gleichzeitig ja, wurde der Rate-Hike durch die US-Notenbank ausgesetzt. Das heißt, wir haben eigentlich keine großartige australische Dollar-Schwäche fundamental und auch eigentlich keine großartige US-Dollar-Stärke fundamental. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch technische Gegenreaktionen und wir traden ja trotzdem australische Dollar gegen den US-Dollar. Und auch wenn der australische Dollar vielleicht jetzt keinen Grund hat, fundamental weiter zu sinken, ist er eben vielleicht doch einfach schwächer als der US-Dollar. Ja, rein von den Grundlagen her. Und deshalb kann es dennoch sein, dass er hier weiter in die Tiefe fällt. Aber wie gesagt, lassen wir uns erstmal überraschen, gucken auf die wichtigen Handelssignale. Es kann ja auch gut und gerne sein, dass er hier wieder in den Trendkanal hereinkommt. Ja? Aber momentan erstmal viele Zeichen auf Short. Danach richten wir uns jetzt. Und sobald hier andere Signale erkennbar werden, können wir darauf auch entsprechend reagieren. Zum Schluss schauen wir uns noch ein Yen-Paar an, den australischen Dollar gegen den japanischen Yen. Den hatten wir jetzt schon im Fokus. Die Long Order ist seit hier circa, ja, was war das, der 82,40er Marke ungefähr. Seitdem ist er aktiv, nachdem dieser Spike hier, dieser Weekly Spike nicht durchbrochen werden konnte, momentan noch schön im Plus. Ist aber jetzt nicht unbedingt die Order, auf die ich eigentlich heraus oder abziele, denn wir haben hier im Zuge der letzten, ja, 2 Jahre eine große, große Konsolidierungsformation gebildet, die letztendlich im, wann war das, im August dieses Jahres, Mitte August dieses Jahres durchbrochen worden ist. Und den Retest, den würde ich gerne mitnehmen, um das Ganze weiter in Richtung Short traden zu können. Das soll ungefähr so ein 1700, 1800, 1900 Pip Trade werden. Momentan noch in der Planungsphase, das ist ganz klar. Wir bewegen uns jetzt zielstrebig auf das 38,2 Fibonacci Retracement zu und das birgt natürlich die Gefahr, dass er dort an diesem Punkt reagiert, beziehungsweise wäre das typisch, dass er hier am Daily 50er, 55er EMA mal abprallt, ja, zurück zum 23,6er, beziehungsweise vielleicht sogar drunter. Deshalb eine sehr, sehr unsichere Zone hier, um beispielsweise long zu gehen. Und erst wenn er diesen Bereich geknackt hat, also die 87,60er Marke circa oder 87,80er Marke, können Sie auch einfach aufrunden, die 88er Marke, ja, dass wir wirklich drüber sind über den Daily 50er, 55er EMA und dem 38,2 Retracement. Erst dann könnte man auf den Retest warten und das Ganze hier noch die paar Pip hochtraden. Ich weiß nicht, wie viel das ist hier jetzt, 260 bis vielleicht maximal 400, 450 Pip. Das ist jetzt nicht wenig, kann man durchaus mitnehmen und deshalb behalten wir das mal im Auge. Aber wie gesagt, sobald wir hier Widerstandssignale sehen, massive Widerstandssignale sehen in diesem Bereich und der Kurs sich auch gleichzeitig dort
Und der Kurs dort auch gleichzeitig auf wichtige Weekly EMAs stößt, wie 200, 237er hier im Blau oder Weekly 50er, 55er EMA, dann haben wir Anhaltspunkte, um das Ganze auch weiter in Richtung Short traden zu können. Und wie gesagt, sobald wir hier oben einen schönen Einstieg haben, haben wir einiges an Pip möglicherweise zu erwarten. Maximal vielleicht sogar ein 2000 Pip Trade. Werden wir sehen, ob er es bis dort unten schafft. Aber das Ziel ist auch natürlich, das Ganze immer weiter durch den Positionsaufbau weiter auszubauen, dieses ganze Setup, und wirklich so viel wie möglich Gewinn daraus quetschen zu können. Gut, in diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Trading-Tag. Wir hören uns heute Abend im Dienstags-Live-Webinar wieder. Bis dahin, tschüss.